Als erstes muss ich mal gratulieren, dass jeder geschafft hat. Die Qualifikation einmal ist das eine. Und zum Abschluss einfach, dass sie das schaffen, was sie sich vorstellen, auf das, was sie jetzt jahrelang hingearbeitet haben und dass sie drüben mit Spaß und Freude ihren Job machen können. Den Athleten wünsche ich schöne Spiele, faire Wettkämpfe und wenn sie noch ein bisschen was gewinnen, freuen wir uns alle. Wenn sie wieder so zurückkommen, so gesund, wie sie jetzt hinfahren, ist das in Ordnung. Und schön wäre natürlich mit den Medaillen dabei. Die österreichischen Athleten haben ja schon in der Saison hervorragende Leistung gebracht. Mit den neuen Wettbewerben bin ich zuversichtlich, dass Österreich heuer 25 Medaillen einbringen wird. Naja, ich wünsche Ihnen alles Gute und sehr, sehr viele Medaillen und ich hoffe, dass Sie so erfolgreich sind, wie Sie die laufende Saison schon waren. Erstens einmal, dass Sie wieder gesund nach Hause kommen, dass Sie schöne Olympische Spiele haben und dass Sie glücklich nach Hause kommen, weil dann weiß ich, dass Sie auch erfolgreich sind. Ja, wir haben Ihnen einen Kraftstein mitgegeben, der die Kraft von Tirol und der österreichischen Berge natürlich Ihnen gibt. Und diese Energie zum richtigen Moment, die wünsche ich Ihnen. Und dann natürlich, dass Ihnen das, was Sie alles vorbereitet haben, auch gelingt. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich halte Ihnen ganz feste Daumen. Sie haben sich jetzt die letzten Tage sehr diszipliniert verhalten und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir vor allen Dingen durch eine großartige Disziplin dort auftreten. Aber da habe ich keine Sorge, das war in der Vergangenheit auch so. Wir haben wirklich großartige Menschen, großartige Sportler und wenn sie jetzt auch noch viel Erfolg haben, dann kann gar nichts mehr schiefgehen, dann werden wir einen Medaillenregen auch noch erleben. Heute geben wir Ihnen noch nichts mit auf dem Weg, höchstens ein bisschen ein gutes Obst, das was da so prächtig präsentiert wird. Aber wir haben jetzt noch ganz wichtige Trainingseinheiten und Anfang der Woche geht es dann los nach Sochi. Ja, ich wünsche uns einfach eine gute Zeit in Sochi, erfolgreich und wir hoffen, dass wir das Land Österreich so gut wie möglich vertreten können. Ich wünsche mir, dass sie Spaß haben, dass alle die Spiele genießen können, dass alles ruhig runterläuft und ja, viele Erfolge natürlich. Ich gebe Ihnen meine besten Wünsche, nur positive Energie und ich wünsche Ihnen wirklich allen Sportlerinnen und Sportlern, dass sie mit Freude nach Sochi fahren und dass sie auch Spaß haben an diesen Spielen. Alles halbwegs so ausgeht, wie sie es die ganzen Leute vorstellen, dass vor allem das Ganze wirklich ruhig verläuft, wirklich der Sport im Vordergrund steht und dass es einfach wahnsinnig interessante und schöne Spiele werden. Dass sie wieder gesund nach Hause kommen und möglichst erfolgreich sind. Es ist eine ganz tolle Mannschaft von allen Athleten bis hin zu den Betreuern und ich wünsche einfach, dass wir unfallfreie Spiele haben, faire Spiele haben und den Spaß werden wir mit Sicherheit mitbringen. Ja, ich glaube, viele Medaillen, dass alle wieder gesund heimkommen und dass dort alles im Frieden abläuft. Erstens einmal viel Erfolg, dass diese Spiele verletzungsfrei verlaufen und insgesamt sorgenfrei für die österreichischen Athletinnen und Athleten. Ich wünsche unseren Sportlerinnen und Sportlern, dass sie alle ihre individuellen Ziele erreichen. Sie haben sich so lange ganz toll, sehr diszipliniert auf diese Spiele vorbereitet. Sie haben so viele Entbehrungen auf sich genommen, um möglichst gute Leistungen zu bringen mit viel Disziplin. Und daher wünsche ich jeder Athletin und jedem Athleten, dass sie ihr individuelles Ziel erreichen. Dass sie gut in Sochi ankommt, dass sie ihre besten Leistungen erbringen können, die sie sich erträumen und erarbeitet haben und dass sie mit viel Geklimper in der Hosentasche zurückfliegen können.